Und starte mal hier das Streaming. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Hier habe ich nichts. Hier habe ich nichts. Hier ist was. Und da muss ich jetzt gucken, genau. So. Müsste jeden Moment online sein. Und da ist lautlos. Okay, dann habe ich hier alles stumm geschalten. Wunderbar. Müsste passen. Gut. Also, ich denke, das sieht soweit ganz gut aus. Dann starte ich auch gleich mal das Spiel. Ja, dann sage ich mal herzlich willkommen. Doppeltes herzlich zum heutigen Stream. Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Castle Clash Event. Nicht Castle Clash, Community Clash. Aber vielleicht spielen von euch auch ein paar Castle Clash, dann passt das ja auch. Ne, wie gesagt, Community Clash. Jetzt muss ich nur gucken hier. Ja, schön hoch. Ab ins Netzwerk. Dann rauswitchen. Ich habe nur einen Monitor. Viele von euch wissen es bereits. So. Jonas ist da. Martini ist da. Wo ich nicht weiß, wer das auf YouTube ist. Also vom Namen her. Aber das klären wir jetzt dann alles gleich. Die ersten loggen sich auch schon schön hier ein. Genau. So, dann lass mich hier mal gucken. Das Spiel kann man erkennen. Mikrofon. Da ist noch der ganz große Fehler. Einen Moment. So. Und nochmal. So, jetzt müsste auch hier das Mikrofon gehen. Standardeinstellungen. Stream ist online. Eine Minute noch. Dann rufe ich an. Pünktlich um 18 Uhr. Mal sehen, wer dann alles da ist. Und dann fangen wir auch gleich an. Ich werde dann alles nochmal ein Stückchen erklären. Gucken, dass jeder gut ins Spiel reinkommt. Und ja, dann geht's auch fast schon los. Ne? Viel Zeit wird man da nicht verballern. Wir haben heute, ich guck mal ganz kurz auf die Karte, Mordor und Rohan als Gebiete. Okay. Und da sehen wir dann gleich, wie das läuft. Kriegspunkte werden noch nicht gespielt werden können, weil es dafür eigentlich gibt zu wenige. Also in der ersten Runde hat noch keine Fraktion genug Kriegspunkte. Weder ich noch die Community. Um da Fähigkeiten zu aktivieren. Aber ab dem zweiten oder dritten Stream könnte das soweit sein. Von dem her müssen wir dann da mal gucken. Ja, ist doch nett. Und dann schauen wir mal. Dann gehen wir nochmal ganz kurz die Regeln durch, ob alles jeder verstanden hat und zustimmt. Und dann machen wir auch los. Gut, dann rufe ich jetzt mal an. So. Okay, also dann rufe ich jetzt hier mal die Gruppe an. Sind noch gar nicht so viele Leute, aber das wird schon irgendwie gehen, hoffe ich mal. Hallo. So, guten Abend. Den Jonas haben wir schon mal. Hallo. Newton und Martini scheinen auch da zu sein. Super. Was mit Felix? Höre ich noch nicht. Okay, also ich glaube, ich kann die meisten von euch ganz gut soweit verstehen. Guckt's mal bitte, ob der Stream, falls ihr möchtet, ich kann euch den auch nochmal posten, ob der läuft. Er müsste laufen, aber ich möchte halt sicher gehen. Ich guck grad schon, der läuft. Läuft perfekt, genau. Posten trotzdem nochmal, kann nicht schaden. Okay. Gut, dann seid ihr auch schon so aufgeregt wie ich. Ja. Sehr gut. So muss das sein. Okay. Also das ist eigentlich ganz einfach. Wir haben jetzt heute und in jedem anderen Stream werden das jeweils immer zwei Gefechte sein. Die Regeln und alles habt ihr euch ja eigentlich, glaube ich, mal durchgelesen. Ja. Genau. Gut.
Jetzt gibt's zwei so Kleinigkeiten, glaube ich, noch, die ich ansprechen wollte. Und zwar haben sich zwischendrin, habe ich immer wieder mal ein bisschen an den Regeln geschraubt. Für die, die es jetzt noch nicht wissen, was sich geändert hat, war zum einen, die eigenen Helden sind jetzt standardmäßig deaktiviert, weil es da einfach so eine Möglichkeit gibt, mit einem Held, der bloß 500 kostet, zu schnell zu großen Druck auszuüben. Das wäre nicht schön. Man kann aber mit Kriegspunkten für diese Schlacht dann aktivieren, später dann. Also jetzt hat noch keiner genug Kriegspunkte, aber das ist später dann möglich. Und was ich mir noch überlegt habe, ist, zum einen gibt es ja, habe ich ja gesagt, dass die Kriegspunkte, wenn jemand eine Fähigkeit aktivieren möchte, das zeitgleich bekannt gegeben wird. Und gleiches habe ich mir überlegt, gilt jetzt auch fürs Volk. Einfach damit niemand sagen kann, der hat mich gekontert oder irgendwie so. Also aus Fairnessgründen einfach. Und dann bleibt es auch ein Sind bisschen Völker, die spannend. andere Völker kontern? Weiß ich glaube ich nicht Also so. man sagt zum Beispiel, Zwerge sind unglaublich stark gegen Menschen im Patch 2.0.1. Weiß ich nicht, ich spiele nicht competitive, aber kann sein. Und um das halt auszuschließen oder abzuschwächen, habe ich halt gesagt, gut, es ist ja nichts Schlimmes eigentlich. Also Ja. müsste gehen. Gut, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an. Ihr habt alle genug gewartet. Also ich sehe jetzt hier den Martini. Da weiß ich aber nicht, wer das im YouTube-Namen ist. Da heiße ich Alex Du Niehaus. bist der Niehaus. Okay. Dann lass mich mal weiter gucken. Newton ist da. Jonas ist wahrscheinlich Jones, LP. Genau. Und Felix ist Sturmhart. Das hat er ja auch gesagt gehabt. Wobei ich ihn immer noch nicht höre. Ich schreibe mal an. Weil wenn nicht, dann wird er nicht ausgelöst. Also nur die Leute, die an dem Tag halt da sind, wo gespielt wird, die werden ausgelost. Die anderen lose ich nicht aus, weil die sind ja nicht da. Das macht ja keinen Sinn. Jetzt warte ich noch kurz, ob der da ist. Weil er hat angeblich angenommen. Also ich könnte seinen Ist er denn im Anruf. Gespräch drin? Er müsste. Das weiß ich nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Also ich warte jetzt ein, zwei Minuten, ob er sich noch meldet und dann losen wir aus, weil müssen ja zu was kommen heute, ne? Falls es euch, ihr euch mal anschauen wollt, wie ich das mit dem Auslosen mache, ich poste mal den Zufallsgenerator. Habe ich im Internet gefunden, könnt ihr mal drüber gucken. Funktioniert eigentlich ganz gut soweit. Und da schreibe ich dann eure Namen drauf. Ein Klick auf Zufall und bam, der es ist, der ist es dann. Ganz einfach. Also nichts Kompliziertes, nichts irgendwie Und dann Unfaires. nach diesem Kampf, dann kommt dann nochmal irgendwie, wie war das denn? Ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Da konnte man irgendwie, konnte der Zuschauer in dem Video auslosen, welche Map genommen wird. Ist es dann für alle, die jetzt hier drin sind, oder wie ist es dann? Also ihr Dieses. habt's jetzt innerhalb ihr habt ja das Infovideo gesehen. Und von dem Punkt an hattet ihr eine Woche, also jeder, der das Video geklickt hat, hatte eine Woche lang Zeit. Da war so ein kleines i rechts oben in dem Video. Und da war eine Umfrage. Und dort konntet ihr auswählen, als Community, wo ihr angreifen wollt. Und nach einer Woche läuft diese Frist dann ab. Dann sage ich das Ergebnis und lade das mit der Map und alles hoch. Und dann wird gespielt. Und heute Abend, nachdem ich das Video hochlade, mache ich eine neue Umfrage. Und die läuft dann wieder eine Woche, wo ihr Zeit habt abzustimmen, wo wollt ihr angreifen. Und dann könnt ihr halt mal gucken, wollt ihr zuerst auf Festungen gehen oder wollt ihr lieber Regionen erobern? Als Community eben. Also da müsst ihr euch, das kann ganz lustig sein. Ein paar haben zum Beispiel die Höhen gewotet, andere, was war es noch? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich habe zum Beispiel für die nördlichen Höhen gestimmt. Ja, genau. Dagorland haben ein paar und die meisten haben halt für Mordor gestimmt gehabt. Das waren 7, nee, 10 zu 3, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Und die mit den meisten Stimmen wird halt gewählt. Ja. Also sobald das Video oben ist, nachdem wir jetzt dann gespielt haben, mache ich da wieder die Umfrage, könnt ihr sofort abstimmen. Und das läuft dann wieder eine Woche bis Samstagabend. Sind das dann wieder die gleichen Karten, oder? Ich werd immer gucken, wo es für euch am meisten Sinn machen könnte, anzugreifen. Also ich hole mir da keinen Vorteil raus. Mordor zum Beispiel hat jetzt mir sehr gut gefallen, dass die Community abgestimmt hat, weil da bloß euch drei Ländereien fehlen, bis ihr diese Region unterworfen habt. So, und so ungefähr werde ich euch immer drei Möglichkeiten ausgeben und da könnt ihr dann gucken. Das sind immer andere, aber halt fair in der Region, dass wenn die Community klug abstimmt, dass ihr da gute Chancen habt,
weit zu kommen und Festungen und Regionen zu erobern. Aber es werden wahrscheinlich immer andere sein. Vielleicht mache ich auch so, dass eins der alten mit auf die neue Umfrage genommen wird. Die Idee finde ich jetzt gar nicht schlecht. Dann habt ihr immer ein altes Gebiet, wo ihr nochmal abstimmen könntet, falls ihr wollt, und zwei neue. Muss ich mal gucken, weiß ich noch nicht genau. Ist ja alles noch in den Kinderschuhen hier, das Projekt. So, der gute Felix hat sich jetzt leider nicht gemeldet. Das heißt, da lege ich jetzt auf und dann sage ich mal, wir starten jetzt einfach. Okay, also wir haben den Newton, den Jonas und das war der Alex Niehaus, richtig? So. Okay, perfekt. Dann gehe ich jetzt hier in den Ist das für ein Zufallsgenerator. Link in der Gruppe? Hallo, hört ihr mich? Hallo? Ah, jetzt aber auf dem letzten Drücker. Hallöchen. Ja, ich habe gerade ja, ein Mikrofon geholt. Okay. Entschuldigung, Jungs. Wir wollten nämlich gerade losen und dann hättest nämlich zumindest fürs Angreifen Pech gehabt. Aber gut, dann bist noch dabei. Sehr Ah, schön. das freut mich. Sehr schön. Was ist das für ein Link in der Gruppe? Ah, du meinst so ein Pfeifen? Nein, nein, ich meine diesen Link, der da in der Gruppe ist, von diesem. Ach, das ist der Zufallsgenerator. Ich wollte euch zeigen, welchen ich benutze, um So, auszulosen, genau. wer spielt, falls ihr euch das anschauen wollt. Ich lege halt alles offen, dass nicht jemand sagen kann, boah, unfair gewürfelt oder der cheatet oder was weiß ich. Also, das ist der einzige Ja. Grund. Okay, also ich habe euch jetzt hier drin. Ich drücke jetzt, warte mal, ich mache das hier auf dem Browser, dann könnt ihr das sehen. So, jetzt müsstet ihr das sehen können, also im Stream müsste man es dann sehen können. Da fällt mir ein, ich muss den Stream nochmal